Ja, vielen Dank, Frau Gerzen, vielen Dank, Christian Hampel, danke Anja, danke Timo für eure Worte. Ich würde gerne noch ein paar Worte zu unserem Referenten sagen. Kultur ist nichts, was einem gehören kann. Kultur ist Veränderung. Und da, wo eine Kultur vorgibt, unveränderbar zu sein, ist mindestens Misstrauen angebracht. Björnigers Worte zielen auf nichts weniger als einen Paradigmenwechsel ab. Und er stellt seit ganz langer Zeit schon die große politische Frage, wem gehört das Theater als Teil der Kunst und Kultur eigentlich? Und wenn wir von Zukunft sprechen, für wen ist das Theater in der Zukunft eigentlich von Belang? Und wie beziehen wir postmigrantische und postsäkulare Wirklichkeit mit ein? Björnigger hat diese Vision von einem Theater in seinen Projekten bereits vielfach erprobt und kann uns daher sicher Zukunftsfähiges berichten in seinem Vortrag Die Kunst der Teilhabe, Theater als politische Praxis. Und wie gesagt, ihr seid herzlich eingeladen, im Anschluss noch ein paar Fragen an ihn zu stellen. Danke, Björnigger. Ein Applaus. Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich tatsächlich sehr, heute hier zu sein in Wuppertal und ein bisschen von meiner Arbeit zu berichten. Vielen Dank für die Einladung. Ich glaube, diese Art von Vernetzung und sich gegenseitig erzählen von den eigenen Erfahrungen ist wahrscheinlich das beste Lernen oder eins der besten Lernvorgänge, die man machen kann. Ich will heute ein bisschen darüber berichten, warum Theater, in meinem Falle sind es in der Regel Staats- oder Stadttheater, die mich beauftragen, sich mit urbaner Wirklichkeit beschäftigen, warum Theater, die aus dem Theater rausgehen, warum Theater neue Theater gründen. Und ich würde das gerne anhand von drei Beispielen beschreiben, die allesamt, und das hat was mit dem Ort hier zu tun, mit dem wunderbaren, mit der Diakoniekirche, die allesamt was damit zu tun haben, wie sich unsere, das haben wir gerade schon gehört, unsere postsäkulare Wirklichkeit, was meint, dass es ja durch Globalisierung, durch Migration offenbar so zu sein scheint, dass Religion wieder eine neue Bedeutung hat, eine andere Bedeutung hat in der Gesellschaft, dass viele, die glaubten, der säkulare Staat oder die säkulare Gesellschaft sei das Ende der Geschichte, nicht recht behalten haben. Und es jetzt eher darum geht, wie kann man diese nicht-säkularen, die säkularen Menschen, also die Gläubigen und die Nichtgläubigen, wie kommen die zusammen, finden die überhaupt eine Verständigung und was hat das mit Humanität, was hat das vielleicht mit Stadtgesellschaft zu tun. Ich bin weder Experte fürs Lernen noch für Urbanität. Ich habe in den letzten Jahren schlicht ein paar Erfahrungen gemacht, sowohl mit dem Lernen als auch mit Urbanität, von denen ich Ihnen gerne berichten würde. Ich bin in einem kleinen 900-Seelendorf in der Eifel aufgewachsen und musste mir den Erfahrungsraum Stadt mit allem, was dazugehört, nach und nach erarbeiten. Und ich muss gestehen, ich bin bis heute nicht aus dem Staunen herausgekommen. Manchmal kriege ich heute noch Herzklopfen, wenn ich eine U-Bahn betrete oder mich befällt das Gefühl grenzenloser Freiheit, wenn mir auf der Rolltreppe im Kaufhaus der Geruchsmix von Süß- und Kurzwaren in die Nase steigt. Die Vulkaneifel der späten 70er und frühen 80er Jahre war so ziemlich genau das Gegenteil von dem, was man heute vielleicht als urban bezeichnen würde. Ich war mit 15 zum ersten Mal im Kino, Migrantinnen und Migranten gab es in meinem direkten Lebensumfeld so gut wie keine. In Pensionen wurden sogenannte Fremdenzimmer für Durchreisende vermietet und als Angehörige der evangelischen Kirche hatte ich mit meiner Familie in einem nicht nur mengenmäßig streng katholischen Umfeld regelrecht Exotenstatus. Meine Vorstellung von Urbanität bezog ich aus einer von Angst und Erwartung getriebenen Lektüre von Büchern wie Rolltreppe abwärts und später Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Die relative Monokultur und Langeweile meiner geografischen Herkunft entpuppte sich dann glücklicherweise als Neugierde und Erfahrungshunger, womit wir wieder beim Lernen und seinen Voraussetzungen wären. Bis ich mich dann langsam aber sicher, immer gekoppelt an Ausbildung und Arbeit, auf der Urbanitätsskala nach vorne gewagt habe, vergingen ein paar Jahre. Nach den provinziellen wie überschaubaren Metropolen Trier und Tübingen habe ich in Wien, Berlin und Hamburg Stationen gemacht und lebe seit fast 15 Jahren in München. Eingeklemmt im Kompromiss zwischen dem Bedürfnis nach dörflicher Geborgenheit und der Sehnsucht nach Urbanität. Immerhin gibt es in München einen ICE-Bahnhof und einen Flughafen, die die Landeshauptstadt bekanntermaßen in Sekundenschnelle mit den Metropolen der Welt verbinden. Aber das ist ein anderes Thema. Warum erzähle ich das? Weil ich bei der Vorbereitung auf den heutigen Tag gemerkt habe, dass meine Erfahrungen mit dem Phänomen Urbanität ganz eng mit dem Thema Lernen verknüpft sind.
Aber nicht nur das. Beim Nachdenken über meine Arbeit und die theatralen Stadtprojekte, so nennt man das, mittlerweile der letzten Jahre, ist mir aufgefallen, dass es ein großer Gewinn sein könnte, diese künstlerische Arbeit unter dem Aspekt des permanenten Lernens zu betrachten. Dann kann man vielleicht besser beschreiben, was der künstlerische Anspruch, was der Mehrwert und der gesellschaftliche Nutzen dieser Arbeit sein könnte. Um die Öffnung der Theater in die Stadt besser verstehen zu können, erlaube ich mir jetzt einen kleinen Rückblick zu machen, warum Theater das machen und wie das vielleicht entstanden ist. Wenn das Theater anfängt, sich für seinen städtischen Kontext zu interessieren, dann ändert sich zwangsläufig auch die Arbeit der vermeintlichen Theaterexperten. Manchmal geht es sogar so weit, dass sie sich selbst abschaffen, und so war das in meinem Fall. Aber am besten von vorne. Im Sommer des Jahres 2001 trat ich an den Münchner Kammerspielen mein erstes Engagement als Dramaturg in einem Stadttheater an. Nach Studium und 2 Jahren Assistenz in Wien hatte mich Frank Baumbauer eingeladen, in seinem Münchner Team mitzuarbeiten. Jetzt war ich also jener junge Dramaturg, von dem man möglichst juvenile Impulse für den Spielplan erwartete, ein Auge und ein Händchen für aufstrebende Regietalente und möglichst viel hippes und engagiertes Begleitprogramm. Ich war gewillt, das alles zu bieten. In ihrem Logo tragen die Kammerspiele einen Untertitel, das Theater der Stadt. Diese Beschreibung sollte die Richtung unserer Arbeit sein. Wie schafft man den Spagat zwischen einer überregional bedeutenden Schauspielbühne und dem Anspruch, Theater für eine konkrete Stadt und ihre leibhaftigen Einwohner zu machen? Zunächst aber mussten wir München kennenlernen. Das ist ja im Theater so, dass die Leute immer aus verschiedenen Städten kommen und dann in einer Stadt landen, die sie gar nicht kennen, und sollen dann für diese Stadt Theater machen. Es offenbarte sich mir das Problem, das erste Problem. Wie lernt man eigentlich eine Stadt kennen, wenn man sich 7 Tage die Woche von morgens bis nachts auf irgendwelchen dunklen Probebühnen oder in stickigen Sitzungszimmern aufhält? Zugleich spürte ich ein immer stärker werdendes Unbehagen dem gewohnten Tun gegenüber. Können wir dieser rasant komplexer werdenden Welt mit der Interpretation der immer gleichen literarischen Texte überhaupt noch gerecht werden? Ergehen wir uns nicht längst in einem sich selbst genügenden Ritual, bei dem es Abend für Abend vor allem darum geht, sich selbst und den anderen zu bestätigen, wie kritisch, aufgeklärt und wissend wir sind? Gerade das zeitgenössische Regietheater in seiner elaborierten Form, so kam es mir damals vor und so scheint es mir heute immer noch zu sein, forciert die gesellschaftliche Trennung verschiedener sozialer und ethnischer Gruppen, indem es genau diese Differenzen durch seine, böse ausgedrückt, bildungshuberischen Barrieren kunstvoll zementiert, sei es noch so dekonstruktiv oder popkulturell. Letztlich steht das aktuelle Theater, von rühmlichen Ausnahmen natürlich abgesehen, für die affirmative Selbstvergewisserung eines überschaubaren Milieus, einer Gruppe von speziell gebildeten, wohlhabenden, meistens weißen Menschen, für die der Kokon aus Bühne und Zuschauerraum zum Naherholungsgebiet unverfänglichen Untersichseins geworden ist. Eine Parallelgesellschaft mit Ausschlusscharakter. Man lernt dort, wie man unter sich bleibt und verfeinert mal um mal sein kulturelles Spezialistenwissen. Im Nachhinein kann ich sagen, die Zeitgeschichte funktionierte plötzlich als aufrüttelnder Deus ex machina. Genau in unserem Neubeginn an den Münchner Kammerspielen hagelte der 11. September als kollektives Schockerlebnis. Plötzlich war die Welt da draußen mitten im Theater. Mit einem Schlag war auch dem Letzten klar, alles, was wir tun, wird ab sofort vor dieser Folie gelesen werden müssen. Von einem Tag auf den anderen fand Theater in einer veränderten Welt statt. In der Rückschau kann man sagen, der bundesrepublikanische Wattebausch, der sogar die Wiedervereinigung einigermaßen unbeschadet überlebt hatte, man fühlte sich ja als Gewinner am Ende der Geschichte, fing an, sich aufzulösen. Das Gefühl dafür, dass Handlungen Konsequenzen haben, kehrte wieder zurück. Deshalb waren plötzlich alle so aufgeschreckt, nervös, aber auch etwas gelöster. Das Politische war urplötzlich wieder da, auf den Theaterproben, in Sitzungen, in Publikumsgesprächen, auch wenn es sich zunächst nur als Bedrohung zeigte. Als Bedrohung für das Erreichte, für den Status quo. Wir luden uns damals Islamexperten ins Theater ein, weil wir komplett ahnungslos waren. Wir diskutierten über Globalisierung und Gerechtigkeit, anstatt, um es plakativ auszudrücken, über Kantinenpreise, Probenzeiten oder Werktreue zu lamentieren. Und umso dringender wurde die Suche danach, wo sich die Brandherde, die Krisen, die Verwandlungen, die Umbrüche der Welt auch in unserem lokalen Umfeld wiederfinden ließen. Und manchmal hat man Glück und es begegnet einem zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Menschen, die richtigen Geschichten und verändern alles. So machten wir uns auf den Weg in die Stadt und fanden Menschen und die dazugehörigen Erzählungen. Wir entwickelten gemeinsam Stücke, gründeten Städte, gingen permanent neue Verbindungen ein. Und ganz nebenbei stellten einige von uns fest, dass die Theater als Institutionen, Kunstproduktionsstätten und Lernorte
die Entwicklung der Gesellschaft hin zu einer multikulturellen Einwanderungsgesellschaft sowohl thematisch als auch personell wie strukturell komplett verschlafen hatten. Wenn wir heute über Theater reden, dann reden wir immer über eine Krise, über einen Umbruch, über eine Verwandlung und über einen komplizierten Lernprozess. Dieser Umbruch, diese Verwandlung haben etwas mit der Gesellschaft zu tun, die das Theater umgibt, finanziert und, ob wir wollen oder nicht, immer öfter in Frage stellt. Denn Theater geht es da übrigens nicht anders als den Museen, der Kirche, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und sogar den Parlamenten, die uns zuletzt die Wahl in Bremen mit ihrer erschreckend niedrigen Wahlbeteiligung vor Augen geführt hat. In Teilen der deutschen Stadt- und Staatstheaters, wo Überlieferung von Text, Musik und Pflege von Sprache und westlich-kritischem Geist über Jahrzehnte zum Fetisch kultureller Identifikation geworden sind, ist man hin und her gerissen. Zum einen will man von der eigenen Kultur nicht lassen, zum anderen spürt man, dass man zur Nischenkultur zu verkommen droht, wenn man sich nicht öffnet und damit auch die Inhalte und Formen seiner Arbeit zur Disposition stellt. Man ahnt, dass das Abklopfen der literarischen Tradition auf ihr kritisches Potenzial nicht mehr so recht funktioniert, weil sich die Welt und damit unsere Kultur durch Migration, Digitalisierung und andere Faktoren so grundlegend verändert hat, dass der Wiedererkennungswert des hier Dargestellten für viele Menschen leider gen Null tendiert. Was wiederum mit der Struktur des Theatralen zu tun hat, nämlich mit der Struktur der Repräsentation, also mit der Frage, wer spricht hier eigentlich für wen? Und wer darf für wen sprechen und wer sollte für wen sprechen? Diese Fragen bezeichnen das Dilemma des Theaters seit jeher. Theater ist nicht das Leben, es tut nur so, als ob. Das, worum es geht, ist immer abwesend. Das ist die unentrinnbare Struktur der Repräsentation. Das unterscheidet Theater im Kern vom realen Vollzug eines religiösen Rituals. Das ist der Unterschied zwischen apolitischem und dionysischem Prinzip. Das ist leider allzu oft der Graben zwischen Politik und Alltag. Das ist die Differenz zwischen Party und Aufführung. Das ist, ganz allgemein gesagt, die alte Dichotomie von Kunst und Leben, die in den letzten Jahren so deutlich hervorgetreten ist wie selten zuvor. Zwar ist unsere Zeit in ihrer ganzen Dialektik von Authentizitätswahn und Narzissmus im Kern ein radikaler und permanenter Relaunch dieser Strukturen der Repräsentation, aber gleichzeitig ist ein geändertes Verhalten der Akteure verlangt, weil in der Welt da draußen die Trennung von Spieler und Zuschauer kaum noch akzeptiert wird. Weder in der Kunst und Unterhaltung noch in der Politik. In der sozialen Arbeit sowieso nicht. Positiv gesprochen meint das eine kräftige Emanzipationsbewegung. Demokratisierung. Nicht zuschauen, sondern handeln. Gefilmt werden und gleichzeitig filmen. Nicht nur lesen, sondern auch veröffentlichen. Durch die Welt wandern, statt zu Hause zu bleiben. Mash-up, statt original. Lernen, statt belehrt zu werden. Das alles prägt unsere Gesellschaft, die längst eben zu einer Gesellschaft der Vielheit, der Unterschiede geworden ist. Das Theater hat diese Entwicklung, wie gesagt, noch nicht ganz nachvollzogen. Auch wenn leise, auch wenn viele von den Theaterleuten schon aufgewacht sind und den Blick aus ihren Burgen nach draußen wagen, manche haben sogar schon die Zugbrücke heruntergelassen, trotzdem befallen sich immer noch viele der Akteure und ihre Zuschauer in sich selbst genügenden Ritualen, bei denen es Abend für Abend darum geht, sich selbst und den anderen zu bestätigen, wie kritisch aufgeklärt, mitfühlend und wissend man ist. Lernen ist etwas anderes. Und selbst da, wo Versuche unternommen werden, die Marginalisierten mit einzubeziehen, erreicht man oft nur das genaue Gegenteil. Man reproduziert kolonialistische Zuschreibungen und weist denen die Rolle der Opfer und der Statisten zu, die ihnen in der Gesellschaft auch schon aufgezwungen sind. Also ein Teufelskreis. Und dennoch, die kulturelle Ressource Theater trägt in ihrem Kern als kollektive Kunst der Inszenierung viele Möglichkeiten in sich, die der Gesellschaft sehr von Nutzen sein könnten. Wir leben in einer Gesellschaft der Vielfalt, ethnisch, kulturell, religiös, sexuell, sozial, alles Mögliche. In Zukunft wird es also darum gehen, diese Diversity zu organisieren, damit möglichst viele Menschen sich nach ihren Möglichkeiten gleichberechtigt und in Freiheit entfalten können. Ich glaube, dafür, und das ist das Entscheidende, könnte das Theater als Labor funktionieren. Das Theater als Institution, als Kunstform und als konkreter Raum hat die Möglichkeit, genau das zu inszenieren, was der Gesellschaft fehlt. Begegnung. Migranten und Nichtmigranten, Arme und Reiche, Männer und Frauen, Digital Natives und Senioren. Die Liste kann beliebig erweitert werden. Wenn ich es verkürzt sagen soll, dann geht es also um drei Begriffe: Begegnung, Teilhabe und Kunst. Ich will Ihnen an drei Beispielen beschreiben, worin der spezifische Beitrag des Theaters an der Entwicklung einer urbanen, auf Vielheit beharrenden Lernkultur liegen könnte. Zentral ist dabei der Begriff der Inszenierung. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wir Begegnung und Teilhabe anstiften und inszenieren können
Und zwar nicht im Sinne des vergänglichen Theaterereignisses, sondern indem wir Bedingungen einrichten, in denen das stattfinden kann, was Mark Terkesidis als Kollaboration beschreibt. Darüber wird er sicher morgen noch mehr und ausführlicher erzählen. Zuletzt habe ich mit einem großen Team im Auftrag des Deutschen Schauspielhauses in Hamburg habe ich mich mit einer Institution verbündet, die vor ähnlichen Problemen steht wie das Theater, der Kirche. Das haben wir eben gehört, auch diese Kirche ist so klein, oder die Gemeinde dieser Kirche ist so klein geworden, dass man nicht mehr weiß, wie man die Räume nutzen soll. Und auch das, genau das beschreibt natürlich eine gesellschaftliche Entwicklung. Wir haben in dem Hamburger Stadtteil Veddel eine neue Stadt ausgerufen, eine Stadt der Zukunft. New Hamburg haben wir diese Stadt genannt. Auf der Veddel kann man nicht nur die aktuelle Realität der multikulturellen Stadt erleben. Wer auf die Veddel schaut, schaut in unsere Zukunft. Begriffe wie Mehrheitsgesellschaft oder Leitkultur verlieren dort ganz zwangsläufig ihre Relevanz. Einwanderer aus über 60 verschiedenen Ländern leben in diesem Stadtteil. Es geht täglich um die Organisation von Diversität, um ein gelingendes Zusammenleben. Seit Generationen leben auf der Elbinsel Einwanderer verschiedenster Herkunft und prägen den Stadtteil kulturell, religiös, politisch und sozial. Und trotzdem, die Veddel dient vor allem den traditionell bürgerlichen Medien immer wieder als Anschauungsmaterial vermeintlich bedrohlicher Parallelgesellschaften, was der Selbstwahrnehmung der Bewohner überhaupt nicht entspricht. Dieser Stadtteil ist eine kleine Elbinsel und hatte zudem noch das Pech, und da sind wir wieder beim 11. September, dass einer der 11. September Attentäter und einer, der es mit vorbereitet, dort in die Moschee gegangen ist und einer dort gelebt hat und die dann über 2 Jahre lang eigentlich in einem Belagerungszustand internationaler Presse- und Fernsehteams ausgeliefert waren und dass man bis heute eigentlich immer, wenn man skandalträchtige Bilder braucht von Kopftuch tragenden Frauen, von Kaftan tragenden Männern, die zum Freitagsgebet gehen oder von einem Schulhof, der sehr bunt ist, dann geht man auf die Veddel und produziert dort diese Bilder und die Leute, die dort leben, leiden in gewisser Weise unter diesen permanenten Zuschreibungen, die auch sehr viel mit Diffamierungen und Missverständnissen zu tun haben. Und gerade die bürgerlichen Medien stürzen sich drauf und ein sichtbares Zeichen für diese veränderte Stadtgesellschaft ist auf der Veddel die Immanuelkirche. Ein Gebäude, ganz ähnlich wie die Diakoniekirche hier, das früher das Zentrum einer christlich geprägten Gesellschaft markierte. Heute ist die evangelische Gemeinde eben so klein geworden, dass die Kirchenleitung sogar die Stelle des Pastors streicht. Der letzte Pastor, die neue Diakonin und die ca. 5 verbliebenen Mitglieder der Gemeinde haben aber einen Traum. Sie möchten den Kirchenraum wieder möglichst vielen Menschen des Stadtteils zur Verfügung stellen, egal welcher Herkunft oder Religion sie sind. Sie möchten die Kirche zu einem Ort der Begegnung und kulturellen Vielfalt werden lassen. Ein immenser, an den Kern der kulturellen Überlieferung gehender Lernprozess. Tatsächlich, es geht hier um eine spezielle Auslegung des Evangeliums, des sinnstiftenden Textes dieser Religion. Das Theater hat mitgeholfen, diesen Prozess der Neuinterpretation, Öffnung und Vernetzung voranzutreiben. New Hamburg hat in einem fast 3-jährigen Prozess versucht, mit den Bewohnerinnen und Bewohnern der Veddel ein Stadttheater im wörtlichen Sinne zu kreieren. Politische, soziale und künstlerische Entwürfe für die Ankunftsstadt der Zukunft wurden auf verschiedenen Ebenen entwickelt und präsentiert. Und zwar von den Menschen, die es betrifft. Sowohl die beteiligten Institutionen Kirche und Theater als auch die Bewohner haben so die Chance, einen neuen Begriff von sich selbst zu entwickeln. Die Soziologen nennen das Doing Identity. Der Stadtteil hat ca. 5000 Einwohner, mindestens 500 von ihnen waren und sind als Akteure an Projekten von New Hamburg aktiv beteiligt gewesen. Das ist eine Quote von gut 10%. Ich wage gar nicht, diese Quote auf die ganze Stadt hochzurechnen. Wie wäre es, wenn wir den Erfolg vom Theater zukünftig nicht mehr an der Zahl der Zuschauer, sondern an der Zahl der Mitwirkenden bemessen? Bei diesem Projekt wurde ein Kirchenraum, der nach wie vor ein Kirchenraum ist, zum Labor für Begegnung und Teilhabe. Zugleich eine Bühne, auf der versucht wird, gemeinsam eine neue Erzählung davon zu kreieren, wie wir uns heute, morgen und übermorgen als Einwanderungsgesellschaft begreifen wollen. Entstanden sind Theateraufführungen, Installationen, Akademien, Gottesdienste, Partys, Konzerte, Vernetzungsprojekte mit einer Flüchtlingsunterkunft, ein Café wurde gegründet, ähnlich wie hier, eine offene Koranschule.
Die Ausdrucksformen der Bewohner waren ziemlich beeindruckend und vielfältig und das Ganze geht weiter. Wir, die initiierenden Künstler, haben uns zurückgezogen und bevor wir gegangen sind, hat sich ein New Hamburg Programmkomitee gegründet, bestehend aus Bewohnerinnen und Bewohnern, beteiligten Künstlern, Kirchen- und Moscheevertreterinnen. Sozusagen eine New Hamburg Dramaturgie. Dieses Komitee verwaltet nun seine Mittel, die aus verschiedenen Töpfen stammen, Stiftungen, Diakonie, private Sponsoren und entwickelt selbst ein Programm für den Kirchenraum und den gesamten Stadtteil. Sie können sich vorstellen, wie die Reaktionen von außen auf dieses Projekt ausgefallen sind. Eine der wichtigsten Fragen, die immer wieder gestellt wurde, sowohl medial als auch intern, ist die Frage danach, ob das denn überhaupt noch Kunst ist, was wir da betreiben, ob das nicht eher Sozialarbeit sei, Politik oder kulturelle Bildung oder irgendetwas anderes. Und meine Antwort ist jedes Mal gebetsmühlenartig, ja, das ist Kunst. Die Inszenierung von Begegnung und Teilhabe ist die schönste, aufregendste und politischste Kunst, die ich mir vorstellen kann. Teilhabe bedeutet in so einem Kontext nicht, dass man irgendwen einfach auch mal mitmachen lässt bei dem, was man sowieso tut, sondern Teilhabe bedeutet, dass man selbst bereit ist, die eigene Kunst und Kultur in Frage zu stellen und gemeinsam neue Formen des Ausdrucks zu entwickeln. Natürlich sieht das, was dabei herauskommt, nicht mehr so aus wie das, was man gewohnt ist. Aber es entsteht etwas Neues, etwas, für das mir manchmal die Beschreibungskriterien fehlen. Das verunsichert nicht nur mich, Intendantinnen, Kritiker, Dramaturginnen, Kulturpolitiker ebenso. Aber genau diese Verunsicherung ist der fruchtbare Boden, auf dem Teilhabe und Begegnung stattfinden kann. Und, glaube ich, große Kunst. Ich würde Ihnen gerne nochmal sozusagen ein Mikrobeispiel dafür geben, was so eine Arbeit bewirken kann als Lernprozess darüber, wer wir sind, wer wir sein wollen. Wir haben auf der Vette mit Bewohnerinnen und Bewohnern und dem Ensemble des Hamburger Schauspielhauses und Musikern gemeinsam eine Inszenierung gemacht. Ich habe ein Stück geschrieben, das ist aus sehr vielen Interviews, Begegnungen aus einer zweijährigen Recherche entstanden ist. Dieses Stück heißt Die Insel, ist ein chorischer Text und es tritt auf der Chor der Inselbewohner und diese Aufführung, die dort entstanden ist, war so ein bisschen das theatrale Zentrum dieses gesamten Projektes und das war eine Inszenierung, die hat funktioniert wie ein Gottesdienst. Dieses bunte Ensemble dieses Stadtteils hat sich selbst gefeiert und hat sozusagen einen Blick in die Zukunft gewagt. Wer sind wir? Und hat sozusagen beschworen, wir sind das neue Hamburg, wir sind die neue Welt. Schaut mal hier auf uns, auf die Vettel, hier funktioniert das Zusammenleben, auch wenn ihr es nicht glauben wollt. In diesem Ensemble gab es einen jungen Mann namens Sefa, der aus der Moscheegemeinde kam, ein sehr frommer junger Muslim, der die Kinder in der Moschee unterrichtet, der auch Fußballtrainer auf dem Fußballplatz ist, der direkt neben der Kirche liegt. Und Sefa war sozusagen in der Produktion einer, der sehr darauf geachtet hat, dass wir mit dem Koran gut umgehen, dass der Koran nicht auf dem Boden rumliegt, dass die Leute gut miteinander sprechen, dass bestimmte Regeln eingehalten werden. Und am Anfang hatte er große Vorbehalte auch der Kirche gegenüber, wie überhaupt viele junge Leute in diesem Stadtteil offenbar große Hemmungen hatten, diese Kirche überhaupt zu betreten. Das führte dazu, dass unser Bühnenbildner diese Kirche verändert hat. So wie hier ging es los und in dieser Kirche sind jetzt keine Bänke mehr drin, sondern das Erste, was passiert ist, wir haben in diese Kirche einen Teppich gelegt, wie in einer Moschee, wir haben Schuhregale eingerichtet und in die Kirche wurde eine Beleuchtung orientiert an der Hagia Sophia, so ein großer Deckenleuchter aufgehängt, sodass die Kirche rein räumlich einen ganz anderen Eindruck hinterlassen hat und natürlich sofort im Stadtteil die Frage losging, wie macht ihr jetzt eine Moschee aus der Kirche? Was soll denn der Quatsch? Das kann doch nicht sein. Und lustigerweise oder interessanterweise kam gerade aus der muslimischen Seite diese Reaktion, die dann auch sogar anfingen für den Pastor, dessen Stelle gestrichen werden sollte, Unterschriften zu sammeln, damit dieser Pastor auf dieser Insel bleibt, weil die nicht verstehen wollten, dass man diese religiöse Vielfalt dort in dem Stadtteil auf diese Weise zerstören will. Und dieser Sefa, der da mitgespielt hat in diesem Stück, der kam auf einer Probe plötzlich aus dem Kostümfundus und hatte sich jüdische Schläfenlocken angezogen und sich einen Hut aufgesetzt und hat den Koran in der Hand und ist auf die Kanzel gegangen und hat seine Lieblingsstelle aus dem Koran vorgelesen. Ja? Und das war einer der sensationellsten Momente der letzten
zwei Jahre, die ich erlebt habe, weil plötzlich man darüber gelacht hat, was er da getan hat. Er selber hat darüber gelacht, dass er angefangen hat, mit seinem Äußeren, mit seiner Identität, mit dem, was er ist als Muslim, als junger Muslim, in Kontakt mit all diesen politischen Themen, die sich darum ranken. Und das war ein Moment, wo man dachte, aha, da funktioniert sozusagen so eine künstlerische, theatrale Arbeit und schafft Handlungsräume in der Arbeit an sich selbst, in der Arbeit an Identität. Ich zeige Ihnen nachher ein paar Fotos, auch von dieser Kirche und von den Mitwirkenden, dann können Sie sich das noch ein bisschen plastischer vorstellen. Ein anderes Beispiel für das Auflösen von solchen starren Regeln und von solchen Nichtbegegnungen ist, wir haben eine offene Koranschule gegründet in New Hamburg, und diese Koranschule hat sowohl in der Kirche als auch in der Moschee stattgefunden, und auch da gab es einen Moment, dass wir in der Kirche eine Koranschule hatten, und es war Gebetszeit, und einer der muslimischen Leute, die dort waren, hat seinen Gebetsteppich ausgepackt und hat hier im Altarraum vor einem großen Jesus gebetet, und es war eine absolute Normalität, weil alle sich daran gewöhnt hatten, dass diese Religionen in diesem Raum gemeinsam stattfinden, und es war, es hat überhaupt keinerlei Aufsehen gemacht. Also das ist Sefa mit seiner Familie vor einer der Aufführungen. Sie können sich vorstellen, der Stadtteil, das sind 5000 Einwohner, das ist wie ein Dorf. Das hat auch für einige Irritationen bei seinen Freunden, glaube ich, gesorgt, dass er jetzt plötzlich mit Schläfenglocken durch die Kirche läuft. Und das ist der evangelische Pastor verkleidet als Kalif. Das sind so Kostüme, die wir am Anfang der Aufführung anhaben, weil es eben um verschiedene religiöse Formen geht. Das ist das Schuhregal in der Kirche, was dort eingerichtet wurde. Die Leute haben auch in den Aufführungen dann die Schuhe ausgezogen. Und da sehen Sie vom Altarraum aus die Kirche ohne Sitze, mit einem Teppich und diesem Leuchter. Und so sieht das dann aus, wenn Leute drin sind. Da hinten ist der Altarraum, und da sieht man diesen großen Jesus, der so alles überstrahlt hat. Da ist nochmal so eine Konzertsituation vor diesem großen Jesus, der uns alle während dieser Arbeit beschützt hat. Und das ist diese besagte Situation. Das ist ein Artikel aus der Geo. Die haben eine Reportage über neue religiöse in Europa gemacht, religiöse Orte in Europa gemacht, und haben unser Projekt dort beschrieben als eben einen multireligiösen Ort. Und das ist genau die Situation während der Koranschule, wo sozusagen vor dem Jesus im Altarraum gebetet wurde. Das ist also zum Thema der postsäkularen Gesellschaft. Ein weiteres Beispiel. Und das ist eigentlich fast das wichtigste Foto. Das ist dieses Programmkomitee, das New Hamburg Programmkomitee, was sich dann eben gegründet hat, die jetzt die Geschicke von New Hamburg leiten und gemeinsam das Programm dieser neuen Stadt entwerfen. Ein weiteres Beispiel, was ich Ihnen gerne kurz beschreiben möchte, ist das Projekt Vollmanns Kampf. Das ist eine ganz andere Art von Projekt. Wir haben einen Auftrag gehabt, 2010 war es schon, vom Schauspiel Hannover ein Projekt zu machen. Es gab eine Geschichte, in Hannover gab es einen Sinto-Boxer, den kennt ihr vielleicht mittlerweile, der eine oder andere von Ihnen, Ruckeli Trollmann hieß der. Und dieser Sinto-Boxer hat in Hannover gelebt, dort wo heute der Ballhof ist, vom Schauspiel Hannover. Und der war Profiboxer und wurde 1933 deutscher Meister im Halbschwergewicht und ist aber sozusagen schon die Jahre vor 1933 immer wieder diffamiert worden als Zigeunerboxer, als jemand, der nicht deutsch boxen kann. Und 1933, nachdem er deutscher Meister wurde und eigentlich kurz vor dem Sprung in die USA stand, wurde ihm die deutsche Meisterschaft aberkannt. Und er hat seine Profilizenz verloren, er durfte also nicht mehr boxen, hat sich dann als Kirmesboxer durchgeschlagen, wurde weiter diffamiert, ist dann groteskerweise als junger Mann in die Wehrmacht eingezogen worden, also in der Zeit sind die Sinti noch in die Wehrmacht eingezogen worden, musste an die Ostfront, musste nach Frankreich an die Front, und 1944 gab es den sogenannten Zigeunererlass, und dann wurden alle Sinti und alle Roma aus dem Militär entfernt, und Ruckeli Trollmann ist quasi von der Front sofort ins Konzentrationslager gekommen, und ist dann im Konzentrationslager von einem Capo erkannt worden, als dieser berühmte Boxer. Ruckeli Trollmann war tatsächlich sehr bekannt, und ist dann im KZ Neuengamme 1944 erschlagen worden bei einem Schauboxkampf zwischen SS-Leuten und Häftlingen. Und das eigentlich, der eigentliche Kern dieser Ruckeli Trollmann-Geschichte ist, und deswegen kennt den jeder Sinto und jede Sint-Hetzer,
ist, dass Opel Teumann einer der wenigen Sinti war, der Widerstand geleistet hat. Er hat, als ihm die Profilizenz entzogen werden sollte, hat er sich aus Protest bei seinem letzten Profikampf, hat er sich weiß angemalt, sich die Haare blondiert und ist so in den Ring gestiegen und hat versucht, deutsch zu boxen, was bedeutet, er ist da gestanden wie ein Stamm und hat sich furchtbar verprügeln lassen. Und das ist eine Geschichte, die sozusagen im kulturellen Gedächtnis der Sinti sehr fest verankert ist, weil es nur sehr wenige Beispiele, zumindest sehr wenige überlieferte Beispiele solcher Widerstandstaten gab. Wir haben diese Geschichte gehabt und es war klar, was machen wir damit? Wir können nicht einfach jetzt ein Stück machen darüber, das ist mittlerweile auch schon passiert an anderen Theatern, aber wir haben gedacht, das geht nicht. Wir müssen das mit den Leuten gemeinsam erzählen. Wir haben dann recherchiert und das gehört zu diesen Projekten dazu, dass man sehr viel Zeit hat und dass man zu den Leuten hingeht. Wir haben geguckt, wo leben Sinti in Hildesheim und in Hannover und natürlich haben wir die wenigen übrig gebliebenen Verwandten von Rukeli Teumann ausfindig gemacht, die jetzt in Hannover und Hildesheim noch leben. Wir haben dort uns mit einer Gruppe von jungen Sinti, die auf der Münchewiese leben, das ist ein kleines Dorf in der Nähe von Hildesheim, wo früher ein Wagenlager war und heute Einfamilienhäuser stehen, vom Land Niedersachsen finanziert für diese Sinti-Community. Und wir haben mit diesen Leuten in diesem, auf dieser Münchewiese gemeinsam versucht, diese Geschichte von Rukeli Teumann zu erzählen. Und das erzähle ich deshalb, weil das ein Beispiel ist für so ein Projekt, wo diese Art von Begegnung stattgefunden hat. Alle, die sich auskennen oder die sich nicht auskennen, haben gesagt, ach, das schafft ihr nie und mit den Sinti, das ist so schwierig und mit denen in so einen Prozess zu kommen und so weiter. Wir sind zu denen hin, haben im Gemeindehaus über Monate so einen Proben- und Aushandlungsprozess gestartet. Ich habe auch wiederum mit den Leuten gemeinsam ein Stück geschrieben und am Ende ist tatsächlich eine Aufführung herausgekommen. Diese Aufführung hat dann in einem der kulturellen Zentren der Stadt, nämlich im Schauspiel Hannover und in der Kreuzkirche, die gleich in der Nähe ist, stattgefunden, was für die Sinti sehr wichtig war, weil die Sinti sehr religiös sind oder viele von ihnen sehr religiös sind, in diesem Falle christlich sind und auch, dass die Kirche war, in der Rukeli Teumann zum Beten gegangen ist, als er noch gelebt hat. Über dieses Projekt habe ich einen kleinen Film mitgebracht, den ich jetzt, glaube ich, wenn ich es schaffe, mal zeige. Rund 60.000 Sinti gibt es in Deutschland. Etwa 150 von ihnen. Die Zusammenarbeit hat natürlich genau das stattgefunden, was man sich wünscht, dass man die gegenseitige Fremdheit erlebt und diese Fremdheit überwinden kann, indem man in Aushandlungsprozesse tritt. Also die Sinti haben eine Kultur, die sehr aus verständlicher Weise mittlerweile mit sozusagen, soll man sagen, sehr viel Misstrauen den öffentlichen Institutionen gegenüber geprägt ist, weil sie sehr viel schlechte Erfahrungen damit gemacht haben, weil sie ihre Verwandten Opfer des Holocaust waren und die Sinti erst 1983, der Völkermord an den Sinti erst anerkannt worden ist als Völkermord. Bis dahin hat auch die Bundesrepublik Deutschland die Argumentation der Nazis übernommen und gesagt, naja, ihr seid ja nicht aus rassischen Gründen verfolgt worden, sondern weil ihr Kriminelle waren. Und bis dahin wurden auch keine Entschädigungen gezahlt. 1983 waren die meisten Überlebenden schon verstorben. Und das alles, diese Erzählungen, und das liegt wiederum an der Kultur der Sinti, diese Erzählungen spielen eine ganz wichtige Rolle, die werden übertragen an die nächsten Generationen, was dazu führt, dass natürlich diese übertragenen Traumatisierungen sowohl zu Krankheiten führen, als auch zu einer großen Abgeschlossenheit auch dieser Community, was man sehr gut nachvollziehen kann, wenn man die Geschichten der Leute erfährt. Aber jetzt kurz dieser Bericht über dieses Theaterstück. Rund 60.000 Sinti gibt es in Deutschland. Etwa 150 von ihnen leben auf der Münchewiese in Hildesheim. Orchidea ist hier aufgewachsen. Anfangs lebten die Familien noch in Wohnwagen, erst seit 10 Jahren stehen hier Häuser. Mit der Adresse Münchewiese auf dem Briefkopf findet man allerdings kaum einen Job. Und Nicht-Sinti kommen selten in die Siedlung. Viele, also anderen, die hier in Hildesheim wohnen, die Deutschen, sage ich jetzt mal, die sehen das als Ghetto. Als die trauen sich nicht runterzukommen, also hier runterzufahren oder lang zu gehen. Sie sehen das halt als Ghetto und haben Angst vor den Sintis. Wussten Sie eigentlich, liebe Zuschauer, dass wir Sinti schon seit 600 Jahren hier leben, obwohl es Ihnen nicht aufgefallen ist?
was ganz charmant und sehr schönes, dass wir da Menschen kennenlernen, die wunderschöne Vornamen haben, wie Orchidea, Marcellino, Angelina. Und nach 3-4 Wochen erfährt man, ich habe noch einen anderen Namen. Ich zum Beispiel heiße auch Birgit Rudolf und mein Sinti-Name ist Marcellino. Und dann merkt man, Nana heißt auch noch Bärbel. Bärbel? Könntest du mir mal bitte das Zigeunerspitze reichen? Und Orchidea heißt Monika. Und das sind ja so Namen, die stimmen ja mit deren Generation überhaupt nicht mehr überein. Ja, meine Damen und Herren, da bin ich natürlich. Bei uns sind die, ist die Zeit irgendwie etwas stehen geblieben. Deutsche Traditionen pflegen sie intensiver als nicht, sind die, vor allem musikalisch. Zum Beispiel Johannes Jesus, Hildegard Knef, wir hören alles gerne. Da liegst du natürlich erstmal flach, ne? Also wenn du sowas erfährst, also so ein Teil altdeutscher Tradition so leben und das Menschen, die man so als dreckige Zigeuner beschimpft. Dreckiger Zigeuner, das bekam auch Boxer Treumann zu hören. Dabei träumte er davon, für Deutschland in den Ring zu steigen. Er rebellierte gegen die Ausgrenzung. Mit Mehl bestäubt, mit gebleichtem Haar stieg er in den Ring und mimte den Bilderbuch-Arier. Also manchmal habe ich das Bedürfnis, mich mit Mehl zu bestäuben. Zum Beispiel in der Situation, wenn ich in ein Geschäft komme, dass mich alle angrotzen, dass sie dort neben mir stehen. Da hat man schon manchmal das Bedürfnis, ja, auf jeden Fall. Die Leute müssen Angst vor mir haben, aber das sind sie nicht mehr weiter. Wir sind nicht der deutsche Staat. Die wollen uns sehen. Am Schluss kommt ein Gast auf die Bühne, mit dem niemand gerechnet hat und der begeistert empfangen wird. Mein Name ist Manuel Träumer. Ich bin der Großneffe von Mogli Träumer. 70 Jahre hat es gedauert, bis Mogli seinen Titel wiederbekommen hat. Leider ist es heute mit den Diskriminierungen nicht anders und nicht mehr so öffentlich wie damals. Und deshalb sage ich, der Kampf geht weiter! Dieses Stück war für mich ein Stück, das wiedergegeben hat, wie unsere Leute fühlen. Das hat uns allen aus dem Herzen gesprochen, dieses Stück. Ne? Also es war wunderbar. Das ist das, was wir empfinden. Ne? Es wird Zeit, dass die Menschen uns so sehen, wie wir hier sind. Ein Stück Deutschland. Wir sind Deutsche und möchten gerne dazugehören. Wir haben uns eine große Last von der Seele gesprochen. Das, was wir schon immer mal sagen wollten. Und sie haben Träumern wieder ins Gespräch gebracht. Am 9. Juni wird in Berlin ein Denkmal für ihn eingeweiht. Auf den Tag genau 77 Jahre nach dem Gewinn der deutschen Meisterschaft. Das Denkmal ist... Dieses Beispiel, gezeigt habe auch den Film, ist das ist der Kern, finde ich, oder das Entscheidende bei diesen Projekten, dass es tatsächlich darum geht, diese Vielheit zu organisieren, dass uns klar werden muss, dass wir nicht mehr in einer Gesellschaft leben, wo eine Mehrheitsgesellschaft sozusagen bestimmt, wie es den Minderheiten geht, sondern dass wir eine Gesellschaft sind, die sich aus vielen Minderheiten zusammensetzt und dieser Kontakt zwischen verschiedenen Minderheiten muss organisiert, muss inszeniert werden. Und an diesem Beispiel kann man sehen, dass man, wenn man eine gemeinsame Aufgabe hat, das heißt also eine künstlerische Produktion, man sich über diesen Prozess kennenlernt und dann plötzlich Dinge geschehen, die über viele Jahrzehnte überhaupt nicht möglich waren. Ein anderer wichtiger Aspekt ist bei so einer Arbeit die lange Zeit, die man haben muss. Wir haben versucht, ganz radikal auch nur Formen aufzunehmen, die Sinti mitgebracht haben. Das heißt, es gibt ein Sinti-Radio in Hannover, das ganze Aufführung, das ganze Turm war inszeniert wie eine Radioshow. Wir haben also sozusagen die Expertise der Leute aufgegriffen und versucht, das alles mit diesem historischen Stoff zu verbinden. Um Ihnen ein letztes anschauliches Beispiel aus der Wirklichkeit der postsäkularen Einwanderungsgesellschaft zu geben, für unser Projekt Urban Prayers, das 2013 an den Münchner Kammerspielen stattgefunden hat, habe ich nach einer zweijährigen Recherche im religiösen Leben Münchens einen Text geschrieben, der von den Verhältnissen der Gläubigen, vom Verhältnis der Gläubigen zu ihrer Stadt erzählt. Gemeinsam mit Johann Simons als Regisseur und verschiedenen religiösen Gemeinschaften haben wir eine Aufführung konzipiert, die durch 7 unterschiedliche religiöse Räume der Stadt gewandert ist. Das waren Tempel, Freikirchen, Kathedralen, Gebetsräume und Bürogebäude. Eine Station war die Mehmet Akif Moschee einer lokalen DITIB-Gemeinde. Zu der Aufführung gehörte der Gesang des Mitarbeiterchores der Münchner Kammerspiele.
Nun war klar, so hat es uns der Imam der Gemeinde vermittelt, dass im Gebetsraum der Moschee nicht gesungen werden soll. Es setzte ein Gespräch ein darüber, wie wir aber trotzdem die Aufführung in der Moschee hinkriegen könnten. Nach einigem Hin und Her verlegten wir den Gesang also in den Festsaal der Gemeinde und fügten die Koranrezitation des Vorbeters in die Aufführung ein. Nach dem Gesang des Chores sollte der Imam über die Lautsprecheranlage das Publikum in den Gebetsraum, rufen. Dann kam plötzlich Zweifel auf, ob denn chorisches Sprechen nicht auch als Gesang gelte. Also erkundigte sich der Imam bei den entsprechenden Gelehrten in Ankara, bis endlich auch von dort das Okay kam und so entstand in einem wochenlangen Aushandlungs- und Kennenlernprozess eine völlig neue Aufführung, gerahmt von gemeinsamem Essen und Vorträgen und Begegnungen, und am Ende hatte das stattgefunden, was zuvor noch nie stattgefunden hatte. In der Moschee wurde Theater gespielt. Das Publikum setzte sich aus Besuchern der Kammerspiele und der Moscheegemeinde zusammen. Das Entscheidende an dieser Aufführung aber war ihre Entstehung. Im Prozess des Aushandelns hat man sich kennengelernt, wurden Ängste formuliert, Hoffnungen beschrieben, gemeinsame Probleme aus dem Weg geräumt. So hat in der Arbeit an dieser Aufführung, das, was ich eben beschrieben habe, genau das stattgefunden, was im politisch-gesellschaftlichen Bereich meistens schiefgeht. Begegnung findet auf Augenhöhe und in großmöglicher Offenheit statt und hat ein Ergebnis. Das ist der zentrale Punkt bei dieser Kunst der Teilhabe, dass wir Künstler den Spielraum haben, von uns selbst abzusehen, uns zu bewegen, den Menschen Respekt entgegenzubringen, die normalerweise respektlos behandelt, wenn nicht sogar marginalisiert werden. Ja, noch schöner, wir haben die Freiheit, genau das als Kern unserer Kunst zu begreifen und zu beschreiben. Wir haben die Freiheit zur Veränderung und Offenheit. Und was dabei entsteht, sind Freiheit und Offenheit. So haben wir am letzten Tag unseres Projekts an den Münchner Kammerspielen einen 9-stündigen Redenmarathon veranstaltet, bei dem 40 Gläubige der Stadt aller Religionen zum Thema Gerechtigkeit gesprochen haben. Da wurden von Muslimen, Christen, Juden, Buddhisten, Sikhs, Bahai und Hindus viele von den Fragen beantwortet, die das Stück zuvor bei den Aufführungen aufgeworfen hatte. Das Theater war Sprechanlass für einen ganzen Tag Reden über Gerechtigkeit. Am Abend haben wir die Münchner Kammerspiele in eine Moschee verwandelt und haben gemeinsam mit dem Muslimrat der Stadt und allen anderen Gläubigen die Muslime zum Gebet, zur Koranrezitation und zum Ramadan-Fastenbrechen eingeladen. Die Tonabteilung der Münchner Kammerspiele hat den Gebetsruf in den Stadtteil übertragen und die Mitarbeiter des Theaters haben die Gäste bewirtet. Für einen Abend waren die Muslime ihre Kultur und ihre religiöse Praxis in einem der kulturellen Zentren der Stadt präsent. Das hat für viel Rührung und Hoffnung und wachsendes Vertrauen gesorgt. Und das Abendland ist nicht untergegangen, im Gegenteil. Erhellender als bei diesem Projekt Urban Prayers hätten aber die medialen Reaktionen allerdings nicht sein können. Nachdem wir 2 Wochen zuvor in der Münchner Mehmet Akif Moschee Theater gespielt hatten, waren die muslimisch-fundamentalistischen Blogs und Zeitungen voll. Die eigenen Glaubensschwestern und Brüder wurden beschimpft. Was macht ihr da mit der Moschee? Da kommen die Gottlosen und entweihen die Räume und ihr arbeitet auch noch mit denen zusammen? Unmöglich. Und als wir die Gläubigen ins Theater eingeladen hatten und ihnen dort Raum für Gebet und Reflexion eingerichtet hatten, schrieb ein Hochkulturfundamentalist in seiner Funktion als Kritiker der Süddeutschen Zeitung: Das ist doch kein Theater mehr, was soll sowas im Theater? Was macht ihr da in unseren heiligen Hallen? Pfui Teufel. Wir lernen, strukturell sind sich diese Abwehrmechanismen ähnlich. Nur würden die, die das Theater gegen Verunreinigung verteidigen, niemals eingestehen, dass sie genauso fundamentalistisch, ausschließend und dumm sind, wie die Gläubigen am extremen Rand. Das Theater hat als kollektive Kunstform, als Kunst der Inszenierung dieser Begegnung ungeahnte Möglichkeiten. Diese Möglichkeiten könnten das Theater auf die Zukunft vorbereiten, denn wenn es so ist, dass es in Zukunft gesellschaftlich mehr darum gehen wird, ethnische wie kulturelle Vielfalt zu organisieren, als deutsche oder europäische Leitkultur zu definieren, wenn es überlebenswichtiger sein wird, sinnvolle demokratische Teilhabe zu ermöglichen, als über Integration zu schwafeln, wenn es an der Zeit ist, Solidarität zu zeigen, anstatt rassistische Grenzanlagen zu verteidigen, wenn das Handeln dringender wird als das Zuschauen, dann landet man bei der entscheidenden Frage, was man eigentlich unter dieser Kunst, die man Theater nennt, in Zukunft verstehen will. Ich würde sagen, Kunst hört auf, in diesem Sinne, sich nur als Objekt zu zeigen, also als Theateraufführung, als Bild, als Skulptur, als Text. Das geschaffene Objekt ist nur noch ein Teil des Kunstwerks. Der andere, unsichtbare, aber ebenso wichtige Teil ist das, was im Vollzug geschieht. Die Aufführungen, die dabei entstehen, spielen sich auf ganz verschiedenen Bühnen ab, auf sichtbaren und unsichtbaren, in den Lebensläufen der Beteiligten,
in politischen Kampagnen, im öffentlichen Diskurs, in politischen Entscheidungswegen, auf Theaterbühnen, in Kirchen, in Moscheen, auf öffentlichen Plätzen und im Netz. Das knüpft an Konzepte der bildenden Kunst an, die von den Situationisten über Josef Beuys und seine Lehre von der sozialen Plastik bis hin zu diversen Activist-Artists der letzten Jahrzehnte reicht. Der Konzeptkünstler Jochen Gerz hat die Wirkung dieser Artkunst mit dem Auflösen einer Aspirin im Wasserglas verglichen. Man sieht die Materialität des Kunstwerks nicht mehr, aber sie ist noch da und hat Wirkung. Die Beurteilung einer Aufführung kann nicht mehr allein mit den üblichen Schablonen des Feuilletons bemessen werden. Die Arbeit des Autors und der Begriff seiner Arbeit definieren sich komplett neu. Regisseure werden zu Moderatoren, zu Ermöglichern. Ebenso Schauspieler, deren eingeübte, übte Virtuosität des Darstellens ist plötzlich gar nicht mehr gefragt, sondern wird abgelöst von der Fähigkeit zur Kontaktaufnahme und Performance jenseits des geschützten Ich tue so als ob. Sie können diese Umdefinition der Arbeitsbeschreibungen beliebig auf Ihre jeweiligen Betätigungsfelder übertragen. Verabschieden wir uns von unserer eingeübten Professionalität und lassen uns neu ein auf Begegnungen und Veränderungsprozesse. Sind wir bereit zu lernen, würde ich sagen, die Städte sind da. Begreifen wir genau das als den Kern unserer Arbeit und unseres Lernens, dass wir unsere eigene Professionalität und unser Expertentum in Frage stellen und genau damit eine Offenheit erreichen, die es, glaube ich, braucht, um Begegnungen herzustellen. Das Theater kann es in diesem Sinne schaffen, als utopischer dritter Ort zu funktionieren, Begegnungen zu stiften, die an keinem anderen Ort auf diese Weise stattfinden würden. Es kann als Bühne für soziales und politisches Handeln fungieren und kann umgekehrt den sozialen und politischen Raum zur Bühne erklären. In beiden Fällen entstehen ungeahnte Handlungsräume, Menschen begegnen sich, lernen sich kennen und verändern auf diesem Weg Gesellschaft. Und das ist das Zentrale. Die Kunst, die ich meine, wird also selbst zur sozialen und politischen Praxis. Mit dieser Art von Kunst könnten wir sehr selbstbewusst umgehen. Intern genauso wie in der Kommunikation nach außen. Jedes Mal allerdings, wenn ich mit Theatern über die Mittel für solche Projekte verhandeln darf, damit haben Sie sicher auch schon Erfahrung gemacht, fällt früher oder später das Wort Kerngeschäft. Meistens dann, wenn man mir zu verstehen geben will, dass man ja nur begrenzte Mittel für solche Projekte zur Verfügung stellen könne, man zusätzlich Drittmittel besorgen müsse, schließlich müsse das Kerngeschäft auf der großen Bühne finanziert werden. Das Theater ist hier, glaube ich, nur ein Beispiel für eine Institution, das läuft in anderen Institutionen, glaube ich, nicht anders ab. Wie wäre es, wenn wir das Wort Kerngeschäft in Zukunft einfach neu belegen würden, frage ich dann. Wie wäre es, wenn wir aus den künstlerischen Programmen der Zusammensetzung des Personals und den Strukturen der Theater einen Spiegel der gesellschaftlichen Wirklichkeit machen würden? Wenn wir sagen würden, im Kern unserer Gesellschaft, im Kern unseres Geschäftes, der Kern unseres Geschäftes besteht darin, dass es keinen Kern mehr gibt. Es gibt nicht mehr die eine große Bühne, die alle Mittel und Ressourcen und alle Aufmerksamkeit verlangt, sondern es gibt viele große Bühnen, unter denen wir die bestehenden Mittel möglichst gerecht verteilen wollen. Es gibt im konkreten und übertragenen Sinne nicht mehr nur die eine Sprache. Es gibt viele Sprachen. Das hätte zur Folge, dass viel mehr Menschen als bisher in den Genuss kämen, an der Ressource Stadt- und Staatstheater zum Beispiel teilzuhaben. Und es würde garantieren, dass sich unsere Kunstform, das Theater, in das die Theaterleute so große Hoffnungen setzen, weiterentwickeln würde. Personell, künstlerisch, strukturell. Und zwar im Sinne einer Gesellschaft, deren Mehrheit sich aus vielen Minderheiten zusammensetzt. Man könnte also die Kunst der Teilhabe zum neuen künstlerischen Kerngeschäft erklären. Und dann, das wäre das Schönste, und deshalb erzähle ich hier von den theaterinternen Verteilungskämpfen, könnten wir das Wort Hochkultur einfach neu definieren. Wenn Sie das hier in der Kirche nicht sowieso schon alle getan haben. Dieser Prozess muss von den Künstlern forciert und von den Kulturpolitikern getragen werden. Die Theater und ihr zumeist hochmotiviertes Personal könnten diesen Übergang meistern. Vorausgesetzt, diese Projekte werden von den Verantwortlichen ernst genommen, hören auf, bloß Projekt, Feigenblatt oder Pflichtübung zu sein und haben zukünftig ihren gleichberechtigten Platz im Zentrum der Planung und Aufmerksamkeit unserer Kommunen und damit auch Theater, aber auch Museen und Bildungseinrichtungen. Vielleicht taugen sie sogar als Modell für zukünftige Institutionen. Was ich Ihnen beschrieben habe, sind meine ganz persönlichen Erfahrungen mit Urbanität, mit dem Lernen und mit der postsäkularen Wirklichkeit unserer Tage. Aber auch meine Erfahrungen mit der Kunstform Theater, die das Potenzial hat, sich auf die Wechselwirkung von urbaner Wirklichkeit und persönlichem Lernen einzustellen. Diese Erfahrungen haben aber zugleich auch immer mit Lernprozessen der Institutionen zu tun.
Und damit und somit wird das künstlerische Handeln doppelt zur politischen Praxis, die darauf abzielt, die Vielheit in unserer Gesellschaft Rechnung zu tragen und diese zu verstehen und zu gestalten, indem sie, und das ist ganz wichtig, neue Erzählungen von gelungener Begegnung kreiert, indem sie Teilhabe und Begegnung zum Kern ihrer Inszenierung werden lässt. Dankeschön.